rein ins Game. Auch mal die Jacke aus dem Peanut. Alles leuchtet er wieder. Nice. In deine grobe Ritter und hier ist die Cookie. Vielen Dank, Forrest. Hast willkommen. Dankeschön. Badam, badam. Ja, es sieht fast exakt gleich aus wie Game 1. Haben wir wieder Blue Side genommen, damit haben sie Game 1 gewonnen. T1 band wieder Santa auf Red Side, genauso wie sie in Game 1 getan haben. Varus war letztes Mal offen und die Ashe war, andersrum, Varus wurde gepickt und Ashe war auch offen. Jetzt wird Ashe gebannt, also sehr interessant, dass Humberlife jetzt quasi sagt, wir respekten auch Early Game Lane Bullies. Mit dem Ashe-Bann nehmen wir auch Varus Hops, wir nehmen generell sehr viel Double Landing Phase Botlane Hops, was Double Hell of Blades angeht. Ist also wieder ein Lane-Swapper? Ist das ein Lane-Swap-Engel? Oder gehen wir für Azir? Okay. Also sie wollen bewusst gegen Faker's Corki oder gegen Faker's Talia spielen. Ich würde fett für Talia plädieren. Ist es ein Talia-Zeri-Engel? Ja, sie, wirklich, die Wildcard ist der Lucian. Lucian-Name natürlich immer stark, wenn Guma Kirias geführt haben. Letzte Zeit Lucian-Name auch in Europa erfolgreich. Aber ich würde in Game 3 Detalia und Serie oder so scale für Late Game. Okay, wir machen Varus Drop Botlane, fair enough. Aber ohne Ashe halt sehr genervt. Das hat bewusst quasi Humberlife gewollt. Und jetzt hat die Frage, spielen sie Jinx? Deswegen finde ich Corki schlechter als Talia gefühlt. Weil Talia macht mehr bei Lane Swaps. Mid ist sonst zu isoliert. Corki scaled halt gegen Azir, das ist fein. Aber Talia kann damit Ulta zustoßen, kann Fights disengaging. Geiler Pick. Nice, finde ich gut. Und jetzt die Frage, sehen wir Sejuani Jinx? Ciri ist wahrscheinlich kein Lanesop. Ciri ist nicht so gut ein Lanesop wie Jinx. Wenn du Scaler gehst gegen Varus, würdest du eher Jinx gehen, wenn du swapst. Wenn du Ciri gehst, gehst du eher Laning Phase. Okay, fein. Fein. Ich meine, Ciri kann auch Lane swappen und man darf es nicht. Jetzt hat die Frage, das ist so ein geiler Debuff an Zeus. Das mag ich, was Humberlife macht. Zeus struggelt jetzt sehr, TF zu picken. Er will, aber darf er. Aber wenn er TF pickt, swappen die halt trotzdem. Und dann ist Ciri halt kacke, nicht so krass wie Jinx in dem Szenario, aber TF wird dann sehr hops genommen von Lane Swap. Außer er predicted den vorher. Heißt, Zeus will TF draften, aber darf er? Pick einfach Triple Short Frontline. Ja, geil. Pick Triple Frontline, pick Kesante, pick Ornn, pick Sion, gegen Nautilus. I don't give a fuck. Spiel das gleiche, womit du gerade die letzten beiden Games geholt hast. Rakan-Bann ist fein. Nulu musst du nicht wirklich bannen mit Ciri. Du kannst Yumi bannen, damit haben wir ein bisschen Erfolge gesehen in Korea, aber auch Misserfolge. Zwischen Damon, Kia und Katie, was pick bann halt, da wurde Yumi dann mit Ciri halt permanent pick bannt. In den Best of 5 hat Game 1 gewonnen, danach war Ciri permabann. Aber ja, Nautilus gegen Yumi ist auch ziemlich angenehm, wenn du Flash Auto tanken kannst und so weiter und so fort. Also, eigentlich würdest du jetzt aufs Rallye hinauslaufen oder irgendeinen Medi supporten, dann bist du happy about Lane. Du gewinnst aber Landing Phase 2v2, musst du Angst haben vom Lane Swap. Yumi und Lulu sind dann gefährlich, wenn geswappt wird, ne? Haben wir sogar von Mickey X in Europa gesehen, dass er auf der Lulu Demolish gespielt hat, um Turrets zu belagern. War auch stark. Aber hier bannt T1 die Medi-Supports raus, die sind ergeben. Das heißt, sie wollen jetzt mehr oder minder Humberlife in die Rell reinforcen oder aber selbst Rell first picken. Humber bannt Twisted Fate, was wieder auch mehr für Landing Phase spricht, die normal ausgehen sollte. Und Zek bannt ebenfalls normale Landing Phase. Ja, wir sollen jetzt also einfach für einen Bruiser gehen oder für Rell. Beides wäre in Ordnung. Das erste Mal ist, dass Sinsau offen ist. Deswegen müssen wir nicht Viego gehen, sondern gehen Sinsau. Ist fein. Absolut in Ordnung. Absolut fein. Könnte man Vayne nehmen auf Top Lane. 10th Pick Vayne wäre machbar, aber du musst ja garantieren können, dass du Landing Phase spielen darfst. Vayne ist nur gut, wenn sie Landing Phase spielt. Sonst ist Vayne Top Lane nicht der Weg. Da kommt die Rell, die angesprochen wurde. Deswegen hätte ich auch gedacht, vielleicht nehmen wir sie als Takeaway mit, aber bisher haben wir halt gezeigt, dass wir die Emedi-Boozer brauchen. Fairerweise haben wir zweimal mit Viego gewonnen. Aber wir brauchten Viego auch deswegen, weil wir Senna AD Carry hatten, die halt nicht farmt. Deswegen waren DPS-Jungler wichtig. Jetzt mit Varus können wir den weniger damage-lastigen Förster mitnehmen, der dafür mehr Playmaking reinträgt. Sinsau, glaube ich, ein ziemlich guter Trade-off, wenn du Varus spielst. Junge, Peanut ist so am Schwitzen der Arme. Zieh die Jacke aus, Bro. Muss so heiß sein in dieser scheiß Arena. Zwei Wins ist Humberlife entfernt. T1 nur einen einzigen. Von MSI es kommt der Nocturne-Pick. Ist das jetzt... Was ist es? Es ist keine Vayne. Es sollte ein Tank werden. Mit Kesante wäre ich fein, ich wäre mit Udyr nicht fein, Udyr würde ich hassen. Mit Aatrox wäre ich auch fein, solange er von Zeus gespielt wird. Oh. Oh, we have to go Vayne. Dylan, we have to go Vayne. Oh. Once again, it's the Vayne. This time around into the Rek'Sai. Yeah, he
Wir haben ihn. Landing Phase ist sehr wahrscheinlich hier, aber Vayne gegen Nocturne ist auch hart. Und ich möchte betont, Chat, ne? Ich möchte betont haben. Zeus packt Vayne nur dann aus, wenn es wirklich um alles geht. Er hat es gepickt gegen den Weltmeister Kingen, gegen den Back 3 Back LCK Champion Doran und gegen den Prime League Rekordmeister Tolkien. Ja, das sind die einzigen Games, wo jemals Vayne gespielt hat. Wenn es hart auf hart kommt, gegen krasse Top-Lane-Competition, dann wird sie ausgepackt. Ah, dann wird sie eingeloggt. Macher der Mann. Let's fucking get it. Aber ja, ist gefährlich wegen Lanesop. Ist gefährlich. Ist sehr, sehr gefährlich. Ist sehr, 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 sehr gefährlich. Ich hätte Angst, wenn Lanesop wird. Aber es ist Ciri. Es ist Ciri-Draft mit Rell. Lanesop ist fast ausgeschlossen. Und wen Bully Drax sei. Drax kauft sehr viel Leben und der Tunnel wird easy von Condemn gecancelt. Also ist ziemlich angenehm zu spielen im Mondrian. Und Zeus ist eine geile Wayne. Er ist also der beste AD Carry Top Lane Spieler der Welt. Ja, Twisted Fate, Akshan, Vayne, Lucian, Kalista, it doesn't matter, was er pickt, er wird damit auch poppen. Zeus ist confident. Lockt die Vayne ein und macht damit Arbeit. Er spielt den Movement Speed Build, ne? Er spielt Stormraiser, Triforce. Und mit Fleet Footwork geht er dann nicht für den Essence Überbild mit Cycle Flame oder wie heißt das Item? Cycle Sword oder so, sondern geht er für den Movement Speed Build. Was fein ist, beides gute Build. Aber gegen DPS und gegen Tankfront, deine Aufmalzeit. Halt. Movement Speed und mehr Autotext besser. Wenn wir Perma Nocturne holen, deswegen mochte ich Vayne auch nicht sehr. Nocturne ist gefährlich, aber ist fein. T1 Fighting! Wow, the T1 cries are deafening here at the KS Theodome. A roar, not a cry, you know? Very. Very, very loud crowd. Well, that is a Christmas tree in the river. And if someone's moving so, around für very, jeden very Matchpoint erheben wir uns, Chat. Oh, das wird im Stehen gecastet. Sonst habe ich zu wenig Lohnvolumen. T1 hat Angst vom Lanestop, finde ich sehr geil von T1. Sie haben Angst, dass Lanestop kommen könnte, also gehen sie scouten und warden den Spaß. Gucken, dass sie nicht invaded werden, beziehungsweise nicht geswappt wird. Das gleiche macht aber Hanwha auch. Und wer die genaue Laning Phase Swap-Scheiße wissen will, guckt sich gerne das das G2-Game an gegen BDS Game 1, da habe ich sehr viel erklärt, weil hier der Laning Phase Ward ist am wichtigsten auf Wölfe, ist geil von Hunter platziert. Aber ja, T1 will normaler Laning Phase und sollte alles normal werden. Serial swap nicht gut, alles machbar. Und kann man das G2-Game gucken auf YouTube? Genau, YouTube einfach. Das war wirklich ein tolles Game von T2. Das Lanesop-Game Nummer 1 war insane von T2 gegen BDS. China hat es vorgemacht. T2 macht es nach. Hanwha Live hat auch nachgemacht. Und alle haben ihren eigenen Meta-Read auf den Lanesop. China hat ja auch einen ganz anderen Swap gespielt als T2. Und dann haben wir einfach auch einen ganz anderen Swap gespielt als T2 und NIP. Also, bei MSI wird es spannend, wenn dieses Assignment oder diese Möglichkeiten so verweilen. Gute Hook hier auf Level 1 direkt on Trade. Delight ist gezwungen zu flashen. Richtig, richtig wichtig. Top Lane hat jetzt auch die Möglichkeit, dass wir halt hochparfen können. Ihr seht, wir spielen halt Raptoren in die Botlane Camps an. Wir können also Botlane sowohl diven als auch wieder hochparfen. Beides fein. Isaac Clear von Owner. Kriegt da viel Damage verwirklicht. Zero steht 1-0 auf der Vayne, hat ein Game drauf gespielt. In seiner Karriere in der LCK. Und ein Game bei der League of Its Own. Er spielt den normalen Build, Fleet Footwork mit viel Movement Speed von den Runen durch Sorcery. Kannst du nochmal mitnehmen hier, wie heißt das? Celerity. Wollte auch mal Movement Speed anspielen, also ziemlich, ziemlich angenehm. We should be good, we should be good, we should be good. So, hartes Ding für T1 im Late Game sehe ich da schwarz. Wieso siehst du im Late Game schwarz? Warum? Weil Nocturne ult oder wieso? Dunkel oder wie? T1's Late Game ist voll fein, what do you mean? Sehr schwer zu engagen für die Draft von Hanwha Live gegen Talia. Und auch sehr, sehr schwer für sie Sideline zu beantworten, wenn Vayne vorne liegt. Wenn Vayne even da hinten ist, ist es sehr einfach Sideline zu beantworten. Dann macht Nocturne halt einfach Licht aus und tötet sie. Aber wenn er nicht vorne ist, dann wird er sie nicht killen können. Weil das Krasse an Vayne mit dem Item-Bild hier mit Ghost, Fleet Footwork und den halt Stormraiser plus Ding jetzt ist, wenn du Auto-Text, Fleet auslöst, Stormraiser auslöst, Triforce auslöst, alles was du auslöst und dann wegrennst, kannst du Nocturne's 4 einfach brechen. Du rennst einfach davon. Von daher ist Vayne auf Side nur angreifbar, wenn sie hinten ist. Und sie ist normalerweise halt vorne, weil sie halt Vayne ist. Die gewinnt Landing Phase gegen basically jeden Melee-Toplaner. Im isolierten 1 gegen 1 ist Vayne kaum zu schlagen, außer du. Klar, welche Champions schlagen Vayne im 1v1? Im Early Game niemand, aber so Level 6 Malphite mit Combat ist schon ziemlich angenehm. Irelia kann outplayen. Jax kann outplayen. Aber Vayne kann gegen alle auch outplayen. Also, außer gegen Malphite. Malphite ist schon Freewin. Geh einfach 20 CS down auf Malphite, kauft Harbis, Solo Kill Vayne, easy. Teemo, ich hab Medi Toplaner gesagt. Teemo gewinnt gegen Vayne, Vladimir auch. Jace kann gewinnen, aber Medi Toplaner strugglen.
kind of have his way. Warwick ist kacke gegen Vayne, wenn Warwick, also wenn Vayne gut spielt. Urgot, Urgot ist auch kacke gegen Vayne. Dein E ist zu langsam, Vayne kann einfach E drücken und dich canceln. Oh, Gragas, guter Punkt, ja, Gragas stimmt. Gragas mit Comets kann auch gegen Vayne gewinnen, safe. Ist auch Oplay bedingt, aber auch sehr winnable für Gragas, definitiv. Arthas mit Edge of Night, no. Arthas kann gewinnen, aber mit dem Early Game sehr, sehr hart gezoned. Bis er Edge of Night hat, ist er quasi ein paar Platten down und so. Sollte Vayne gewinnen. And once again, no impact for the jungle player here for Hanwha Life. Nasus ist komplett useless gegen Vayne. Kann Vayne Swifties kaufen und Nasus kann nie wieder irgendwas machen. Komplett useless. So, back zu diesem Game. Rex ist nämlich auch echt kacke. Ihr seht da schon eine Menge Tunnel auf Toplane, aber Doran kann sich nicht wirklich helfen. Dann kann ich rauftunneln. Das Condemn ist zu mächtig. Die Anker fliegt da auf jeden Fall durchs Fenster durch. Aber Early Game läuft sehr, sehr ruhig. Und er ist happy damit, dass er da bis gerade kriegen konnte. Ansonsten ist hier von beiden Seiten einfach Full Clear angespielt worden, natürlich. Was okay ist für den Peanut Nocturne, der einfach farmen will. Dadurch, dass er den Fast Clear gemacht hat mit Wölfen, die respawn sind, hat jetzt quasi keine Wölfe, die jetzt nochmal respawnen würden, ist aber dafür mit dem Camp mehr gebased. Er wird wahrscheinlich Stridebreaker rushen. Aber jetzt schon seit Ewigkeiten kein Hextech Chestplate mehr auf Nocturne, seitdem der Item-Build-Buff geändert wurde. Davor war es ja auch schon schlecht. Und je ruhiger das Game wird, desto eigentlich besser für die Vayne. Weil sie auf 1,5 Items bzw. auf Boots plus ein halbes Item, wenn man so möchte, Top Tom einreißen könnte. Kommt auf an, wann Rexer Tabis fertig hat und wann Rexer wirklich für ja, Plays gehen darf mit Nocturne Ult. Level 6 ist der gefährlichste Punkt für Vayne Top Lane. Gegen Nocturne Ult und gegen Rexer Ult musst du auf jeden Fall runter chasebar. Nein, Klimo, nein, Koshiku und viel einfaches Subs bekommen. Danke dir. Wenn jemand verliert, spielt er nicht bei MSI mit. Genau. Wer verliert hier, ist raus für MSI, ist raus aus der LCK. Das ist Lore Bracket. Hanwha hat gegen Gen.G verloren, T1 hat gegen Hanwha verloren. Also beide Teams haben bereits einmal verloren im Upper Bracket, deswegen sind sie im Lower Bracket drin. Der Gewinner von heute spielt morgen im Finale gegen Gen.G. Und ist safe bei MSI dabei. So, Zeal wird angegriffen, er ist weak side Vayne, aber er sollte rauslaufen dürfen, ne? Das ist das große Nice an dieser Art Movement Speed Build, dass du halt immer wieder wegrennen kannst von vielen diversen Plays, aber trotzdem, es hat weak side zu spielen. Trotzdem ist teuer für Hanwha Life, sie verlieren eine Menge auf Botlane, aber fairerweise verliert Vayne auch viel. Und deswegen finde ich den Talia Pick halt wichtig. Weil Faker hat jetzt nicht nur eine Wave denied, er kann auch aus Base oder Toplane rennen, was jetzt gerade übernommen wird von Kira, die Aufgabe, und sich halt auf der Karte halt beteiligen, was halt deutlich härter wäre für Corki. Corki kann das eigentlich nie machen, außer er hat Package, und es hebt er sich eigentlich immer für Drakes auf, statt für Roams oder so. Das ist ziemlich nice, für den Toplane-Platte kriegen Botlane zwei Platten, absolut in Ordnung. Jetzt Kira Cover Top, das ist auch fein. Man wird sogar einen Fight spielen, Doran Flash bei dem Hunker, die Hook. Dredge stand damit auf Cooldown und Flash von Doran ebenfalls. Push auf für Zeus ist wichtig, Zeus spielt da kein Teleport, das heißt, wenn hier ein Freeze gegenüberstehen würde, würde er leiden, hier rausgehen zu dürfen, ist nice. Easy, easy. Junge, was ist das alles für Tunnel da oben? Ich finde es immer richtig schwer, mit Rexer zu last-hitten, wenn du die ganzen Tunnel hast, weil es so einfach ist, darauf zu missklicken. Dann tunnelst du auf einmal weg, während du eigentlich Minion auto-attacken möchtest. Hey, danke dir, Don Noki. Vielen Dank für den Sub, willkommen. Danke dir. Och, bitte, Mann. Ist echt krass. Game 1 war so ein Banger und dann die anderen Games waren recht comfortable für T1. Wie dieses Team zurückgekehrt ist mit ihrem eigenen Meta-Read, ist so sexy. Spielen quasi nie Hyper-Carries und die Games, in die Hyper-Carries spielen, verlieren sie. Ja, Game 1 mit Ciri verloren, obwohl Guma extrem gut gespielt hat. Dann Game 2, 3 Wins mit Senna. Jetzt Game 4 wieder Landing Phase mit Varus. Finde ich geil. Aber fairerweise halt nur einen einzigen richtigen Frontliner in Nautilus. Was schon härter macht für Teamfights gegen Nocturne zu spielen. Aber hey, ist fein. Talia eh gegen Backline Dives von The Light, von Zekka und auch von Doran ist gut. Gegen Nocturne bringt es nicht viel, aber gegen den Rest schon. Danke Tetsu, Enercat, vielen Dank für eure Resubs, Leute. Vielen Dank für den 28. Enercat. Ich mochte Hanwha Life's Draft in Game 3. Sie wurden es aber von T1 schlichtweg outplayed. Ich mag 1-3-1 Setup. Und jetzt hier haben sie nicht wirklich 1-3-1 Setup, weil sie ja Zeitlane gegen Wer nicht gewinnen können, wo der 10th pickt. Aber trotzdem Zeitlane-Stärke im Midgame für Hanwha Life ist wiedergegeben, wegen halt Nocturne Ult. Das ist nochmal eine halbglobale Fähigkeit, die einfach insane stark ist mit Point-Click. Faker kann damit seine eigenen Ulten entgegenwirken, was geil wäre, aber nur selten machbar. Du siehst ja nichts, wenn es Licht aus ist. Talia, wenn ich blind rein ulten. Das wäre manchmal einfach fahrlässig. Guma Varus crushed gerne Ceres, Zero Worlds. Absolut, Guma ist ein toller Varus-Spieler. Nicht nur bei Worlds, auch bei vielen anderen Games, aber prima sollte jeder Varus Ceres Lane besiegen. Einfach weil Varus in NFS deutlich besser ist, Ceres dafür halt auch Geld. Hell of Blaze Fatality ist halt auch genau seine Win-Condition gegen halt Lethal Tempo Crit. Letzteres deutlich besseres Scaling, of course.
Wenn wir dafür Drachen kriegen, ein paar Platten Botten kriegen, sind wir glücklich. I think Zekka has to be the hero of this game now. He has to have some great team fights for Zipper's Divide, allows Viper to catch up on the Zeri. Kind of like how Guma was able to pop back after Zeus was put down the lame swap in game one. They didn't ultimately end up winning the game, but he was able to get a ton done on the Zeri. Flash Engage, Insta-Cleanse, gut, Disengage ult, Nocturne ult fliegt trotzdem durch. Guma in Richtung seiner Teammates, das könnte fast bad werden, aber welche Richtung Guma ist gefehlt, aber wird nicht ganz sterben, er wird gecountert. Crescent Guard ist da, Guma lebt. Kriegen wir zwei Kits, das Action Game. Vorentscheidung. Wir kriegen mindestens zwei Kills, vielleicht sogar drei. Wir kriegen drei. Big! Richtig sexy, Mann. Dass Guma da überleben kann, Wegflash jetzt Opportunity fertig. Das ist crazy. Faker spottet the light, der Hextech Flash Richtung Nexus Turrets. Er will executen, kann Guma rechtzeitig da sein? Ja, er schafft's. Er kriegt. Oh, ja, 3-1. Am Ende müssen wir leider noch flashen, was sagt. Aber gut von the light gemacht. Wenn er in Anthem reinläuft, würde Guma ihn da töten können. Der hat Homeguard ready, nachdem er ja gestorben ist. 3 für 1 Feld ist Turbo-Worth. Weißt du, was ich meinte? Mit Talia kann er Zeit 1 mitspielen, basically. Rotiert hat dazu. Wenn wir Corki hätten, wären wir AFK. Gute Adaption. It went from bad to worse für Hanwha. Well played, T1. Ja, 100 Flash verloren, aber natürlich Turbo-Worth. Peanut musste ebenfalls flashen und Guma, der sogar Beine überlebt. Toller Crescent Guard-Cancel. Dass er da quasi den Light-Follower blocken kann, der gute Owner, damit Guma nicht straight stirbt. Guma sieht ja auch nichts, aber rennt zu seinen Teammates, er weiß dann ungefähr, wo sie sind. Ey, ich komme mal zu euch, Boys, wenn ich noch genotet werde. Jetzt guckt ihr auf den Crescent Guard, da ist er, Bob. Cancel the Lights-Combo, deswegen muss jetzt die Light reingehen und Zekka muss reingehen. Dann wird vielleicht einfach nur 1 für 2 getradet, aber dank dieses Cancels wird es ein 1 für 3. Sehr, sehr, sehr sexy, auch Zekka hat sogar Flash verloren. Jetzt Flash Advantage in Midlane, aber ist eigentlich egal. Mit Nautilus Ganks vielleicht, aber ja, gegen Talia und gegen Saus, also jetzt zu mobil, um zu sterben. Da war auch gar keine Talia, doch klar war, dass Talia es reingeholt hat. Deswegen hat Zekka geflasht, weil die Alkobe abgesperrt war. Noch klar war denn Talia da. Noch klar. Nice, jetzt kriegen wir noch Drake oben drauf. Und das sollte für uns natürlich jetzt schon mal ein guter Auftakt sein. Kriegen wir Mountain Soul? Bitte Mountain Soul, Mountain Soul, Mountain Soul. Gib mir Mountain Soul. Mountain oder Cloud? Mountain oder Cloud? Kein Infernal, kein Ocean. Ocean geht eh nicht. Geht sehr gut. Kein Chemtech. Mountain. Perfect. Big. Big. Sehr nice. Die Einsatzsets von Mountain Drake sind ohnehin schon sehr viel wert und die Seele selbst natürlich nochmal insane. Auch für Range Champions, auch für Medis. Und die Base-Sets alleine von Mountain Drake sind cracked. Damit bin ich sehr, sehr glücklich. Und danke der Bravato. Vielen Dank für den Zauber. Willkommen. Spielen gerade echt Lot hier? Wer spielt gerade echt Lot hier? Warum ist gerade echt Lot hier? What do you mean, Lot hier? Ich bin auf die Erklärung gespannt. Weil ich fühle die Erklärung. Also ich weiß nicht, worauf du hinaus möchtest. Hanwha Life wurde in 3 von 3 Lanes gecountert im Early Game. Beziehungsweise unter Druck gesetzt. Varus gewinnt Lane gegen Ciri, Talia's Counterpick into Azir und Vayne's Counterpick into Rek'Sai. Dafür ist geil, Hanwha ziemlich gut. Ich würde nicht sagen, dass gerade Lot hier ist, was Hanwha macht. Hanwha Life verliert Early Game und sollten sie auch. War kacke, dass sie für Guma zu dritt sterben, aber sie wollten etwas machen, bevor sie einfach alle Drakes abgeben und Seele abgeben. So ein typisches Top-Lane-Solo-Game. Du guckst einfach zu, während der Drake stirbt und dann Seele irgendwann weg ist. Aber dieses Game wollte Hanwha Life halt das eben nicht zulassen, dass sie nur zugucken. Klar, der Fall ist komplett gescheitert, weil sie auch played wurden von T1. Geile Cancels, geiles Positioning, bla bla bla. Aber ich würde nicht sagen, dass Hanwha Life hier gerade terrible spielt oder dass Gangqualität nicht durch wäre. Würde ich nicht mit der Green. Ey, danke dir, Rakaisen. Vielen Dank für den Sub. Guter Lane-Sub. Guma's Providet hier. Das hat er nicht erwartet. Das ist so sexy von Hanwha. Verstecken sich quasi. Reset auf der Wave von Ciri. Deswegen denkt auch Guma, dass er hier einfach die Wave pushen darf, weil Ciri gebased ist. Aber Ciri in Top-Lane. Und wie gesagt, Lane-Sub hatten wir bereits im Early-Game Angst vor, dass Zeus hops genommen wird. Aber jetzt wird Guma hops genommen. Toller Counter. Quasi zwei Assassins, die auf ihn rauffliegen und damit Hanwha Life ins Game reinholen. Geil geblufft, weil Ciri sich nicht auf der Karte gezeigt hat. Ciri ist halt gebased. Normales Base-Timing. Guma hat wahrscheinlich gedacht, er hat im Base sein Item fertig. Wie heißt das? Static Shift. Deswegen will die Wave hard pushen, dann ebenfalls Recoin. Aber ja, war ein Bait. Doran rennt Botlane, Nocturne oder demfalls auf dem Timing, das für einen AD-Carry unerwartet ist. Hat sich Guma hops nehmen lassen. Vom Swap. Well played, Hanwha. Deine Don Lars. Finde auf den Sub. Danke mal, Lenny. Gangster statt Vayne hätte man Kale gehen können? Auf gar keinen Fall. Kale ist terrible. Vor allem, weil Kale auch später nicht hitten kann, weißt du? Also nicht nur ist Kale schlechter in Landing Phase, die Scale tausendmal schlechter als Vayne. Bei den Teamfights hitte man als Kale gegen Ciri, Azir und Nocturne. Unmöglich. Vayne kann auch nicht auto-attacken, aber deswegen geht sie für Movement Speed Builds. Wenn man sie halt einen Auto-Attack macht und raus und rein rennen kann, dann kann sie auto-attacken. Also Kale ist absolut terrible. Falk erstmal durch gute Line Assignment.
gegen Tabis und Sunfire vor heute ein bisschen glücklich. Faker kriegt eine Platte hier mit Void Grubs, die er nicht hat. Actually, wer meint, kann Faker noch nach vorne machen? Autodeck? Schade. Ja, zwei Drakes für zwei Void Grubs. Jetzt mittlerweile 2000 Gold Lead, nicht mehr seit diesem Botlane-Kill. Sind wieder auf 1500 oder so runter. Vielleicht kriegt ihr fast Blood Turret Botlane, das wäre huge. Auch Owner werde ich den Blue Buff, da, Red Buff. Darf er das? Ult kommt, TP kommt durch auf Botlane, war ganz Licht aus, noch dann noch lange kein Ult ready. Amakera sieht ziemlich tot aus und das ist nicht gut von T1. Hier wird es gerade ein bisschen übernommen. Misplace gegen TPs, Misplace was Drake Pressure angeht und Misplace im Lane Assignment, denn wir haben einfach kein Teleport of Vayne. Und das ist so ein typisches Ding, das kennen wir aus Europa. Das waren so die anfänglichen Jahre mit BDS und Adam, die einfach immer vergessen haben, oh, warte, wir spielen Darius, Garen, Olaf, Toplane, oh, wir haben gar keinen Teleport, oh, wir werden Antipede, oh, wir dürfen gar nicht Botlane spielen. Ja, bad von T1 ist der Play. Was hat Zeus denn tun? Zeke hat der Teleport, er nicht. Obviously. Dass wir da zwischen zwei Turrets diven, ist nie der Play. Das war nicht gut. Worldplayed Han war live und damit sind sie in Gold komplett back in business. Dritter Drake-Fight wird sehr interessant werden. Haben wir bis dahin Static Shift, Stormraiser-Bild. Hoffentlich haben wir Stormraiser. Stormraiser ist so wichtig für Van mit diesen Items. Heißt, Zeus müsste die nächste Wave und die nächste Wave pushen und dann Base gehen. Dann können wir für Drake fighten. Bis dann hat Faker auch Zeraf's Embrace hoffentlich durchgesteckt. Sieht gut aus. Der Turm-Botlane stirbt dann Faker. Das heißt, er geht gleich Base und hat sehr, sehr viel mehr Damage. Ah ja, guter Lane-Swap hier. Wie gesagt, keine Info auf die Serie. Guma denkt, es ist gebased. Wird einfach gepoint-click ultet. Ist halt tot. Fehler auf der Karte hier, Back-to-Back von T1, definitiv. Und jetzt hier, wow, Zeke hat der Teleport, was soll Zeus tun? Der war Top-Lane gerade eben gegen Zeke, ist dann Mitte gelaufen aus Base, Zeke ist halt da eigentlich. Auch das ist ein ziemlich simpler Fehler, darf nicht passieren. Actually, den Fehler, finde ich, ist schlimmer als der erste. Der erste verstehe ich, wer ist ihr eigenen Konter, das hier ist, darf nicht passieren. Das ist einfach, du drückst Tab, du weißt, dein Typ hat einen Teleport mehr als du, du machst den Plan nicht. Ist ja nicht erlaubt zuzusehen und gleichzeitig verhandelbar zu sein, absolut. Also ich habe auch Hanwha heute auch viel gelobt, weil sie es verdient hatten. Gerade Game 1, insane, wie sie gespielt haben. Aber live generell einfach zu loben, auch in dem 3-0 gegen T1 habe ich sie die ganze Zeit gelobt. Weil sie einfach geiles League of Legends spielen. Dieses Team ist dafür kreiert worden, T1 und Gen.G herauszufordern, das haben sie mehr als geschafft. Sie haben 3-0 gegen T1 gewonnen und dann gegen Hanwha, gegen Gen.G auch eine Banger Series gespielt, also... Auch wenn Hanwha hier heute verlieren sollte, sind auf jeden Fall Top 3, immer und immer wieder. Engage geht durch und der ist sexy. Owner's dead, Kyria's dead. T1 hier sehr nackig immer wieder. Kyria wird auch noch sterben und gerade Hanwha live mit den zählen Comebacks, die einfach besser spielen, wenn es um Objectives geht. T1 immer wieder zeigen sie, deswegen finde ich es auch kacke, wie sie gedraftet haben in mancher Hinsicht, dass sie ohne Triple Frontline nicht gewinnen, weil Triple Frontline ist halt der Weg zu spielen aktuell. AD Carries sind so fucking Monster OP, dass du für sie draften möchtest. Klar, mehr AD Carries haben ist auch nicht schlecht. Aber meistens ist halt mehr AD Carries haben schlechter als einen krassen Hyper Carry zu haben. Unsere Crit AD Carries haben die Meta nochmal geändert. Sowohl in Richtung Lane-Swap als auch Richtung Frontliner. Es ist ein Zusammenspiel aus beidem. Es ist ein Zusammenwirken aus, wir Lane-Swappen gegen dich, deswegen ist dein Carry schlechter. Und dann haben wir später bessere Frontline gegen deine Carries, weswegen der Carry auch schlechter ist. Nehmen wir Brokkades Gold gerade für Doran verloren gegangen. Trotzdem, Wins back-to-back für Amalive. Faker will den Combo gegen Zeke spielen. Er kann ihn nicht komplett töten, aber er kann ihn auf jeden Fall chunken. Seismic Shop wird nicht ganz angespielt. Well played, Hanwha. Jetzt mal wieder aufraffen, Timon. Die Goldkurve war mal bei 2k. Jetzt sind wir bei knapp 1k negativ. Eieiei, auch Drake ist weg, damit Soul Point in der Zukunft rückt. Aber wir scalen gut mit unserer Vayne für Sideline, definitiv. Trotzdem ist Vayne nicht wirklich vorne. Wenn sie runtergerannt wird von Nocturne, ist halt auch mal schnell das Leben zu Ende. Nicht leicht zu spielen für die Vayne von Zeus. Wir hätten mich einfach Topset rauslaufen können, wo Zeus und Faker rauslaufen, warum laufen wir durch Mitte? I guess hier callen wir wollen Mitte verteidigen, die wollen den Turm belagern into Drake, wir dürfen Mitte durchlaufen, aber wir dürfen nicht, einfach misskoordiniert. Laufen einfach misskoordiniert da lang. Hanwha Live spielt das klasse. T1 mit tollem Early Game, Hanwha Live jetzt mit geilem Midgame, das ist ganz anders als die anderen beiden Games, die T1 geholt hat. Silver Scrapes erneut zu hören, könnte ich nicht vertragen, ich habe Angst davor. Jeden Tag Silver Scrapes, das ist crazy. Wir hatten in 6 Tagen 6-mal Silver Scrapes in allen Ligen, die ich verfolge. Sei es Prime League, LPL, LCK oder LEC. Heute Abend Silver Scrapes bei Fnatic gegen BDS würde ich fühlen. Heute 3-1 wäre wundervoll. Aber ja, haben wir einfach auf jeden Fall jetzt das bessere Late-Game-Scaling von der Comp her. Serie Azir auch sehr, sehr angenehm. Wir müssen über Sideline gewinnen. Wenn Vayne, wie gesagt, Rufens mit Items durchgesetzt hat, kann sie von Nocturne einfach weglaufen. Dann ist egal, ob Nocturne sie gankt, sie rennt einfach davon. Stormraiser, Ghost, tschüss. Die Footwork Proc, tschüss. Triforce Proc, tschüss. Ist so viel Movement Speed. Ja, davon sind wir jetzt sehr weit weg. Sie wollen jetzt quasi einen wichtigen Player, der heißt Midturm öffnen. Wir haben Herald dafür. Wir müssen einfach mal versuchen zu groupen mit unserer Vayne, was echt schwer ist. Wir haben eine Vayne, wir können immer Nash forcen natürlich. Das geht immer sehr, sehr schnell.
Aber wir müssen auf jeden Fall aufpassen, dass nicht Humberlife jetzt anfängt, ihren Teleportvorteil erneut zu verwerten. Vor allem, wenn wir auch mehr oder minder in den TP reinspielen, ne? Ey, Dom, was habe ich vorhin gesagt? Im Endgame sehe ich schwarz, jetzt sagst du es auch? Nö, habe ich nicht gesagt. Ich habe doch gerade gesagt, Humberlife's Gate von Tobek ist sehr, sehr geil, aber Vayne kann Zeit dann gewinnen. Alt, Triforce, Stormraiser, Fleet Footwork, bla bla bla. Wir können Ashforce den schnell machen und so weiter und so fort. Ich sehe nicht für Late Game schwarz, ist halt auch bedingt. Ist aber immer so, weil immer du eine Draft nimmst, wo der Gegner Double Carry spielt, mit Crit AD Carry, und du spielst nur einen einzigen Frontliner in Nautilus, du wirst halt einfach Front to Back verlieren. Obviously. Obviously. Dann musst du halt dann auch playen. Besseres Setup spielen oder Snowballen, wie auch immer. Das ist aber ganz normal. Und das hier ist halt der Vorteil, den wir haben für Sideline. Aber habe ich nicht gesagt, dass das für Late Game schwarz wäre. Keineswegs. Aber Live Draft ist einfacher zu spielen, Late Game. 100%. Sort of emotionally got out of the series, especially in the last game. This time around, though, being able to grab those couple of extra kills and finding. Ja, in Game 1 hat T1 einfach refused, halt zu spielen mit ihrem Twisted Fate. Wir haben einfach reingegroupt und haben nicht Twisted Fate Halia Ults ausgespielt. Jetzt hier bleiben wir Top Lane. Harrod läuft demnächst aus. Wir haben vielleicht noch die Chance, für den zweiten Drake zu verwenden. Noch weit weg von Triforce da oben. Zeus Item Bild ist teuer. Ja, mir wurde für noch das gesamte Game noch nicht geultet von Nocturne. Paranoia ist also relativ niedrig verwertet worden. Bisher nur für wenig Erfolg, aber natürlich für alle Killbeteiligungen. Bei den Drake-Fights und Harrod-Fights gab es dann doch Kills. Aber wir warten eigentlich auf Drake. Das ist die Frage, was macht T1 mit dem Drake? Da spawnen wir Harrod Mitte und spielen dann für Drake zu fünft. Warte, was spielen wir jetzt für Drake? Oh, wir werden so gecatcht dieses Game. Was passiert denn hier? T1, what is happening? Wait, können wir Nash fighten? Wollen die Nashen? Die wollen Nashen. Die wollen Nashen, Chat. Und die können theoretisch schnell. Das macht nicht sehr gut. Ja, uncharakteristische Catches. Wir sind noch im Base mit Talia, wir sind auf der Wave mit Zeus Toplane, der rotiert rein für Crux und Rapper und so. Und dann läuft einfach Kieran in den Fluss ran und stirbt, wird gecombo von Azir und ist dead. Wellplayed Zekka. Aber ja, bisher alle Fights, die gekommen sind, waren einfach T1, wurden mit ihren Hosen unten gecatcht. Wellplayed, dann haben wir. Oh no, Mann. Faker bleibt Botlane, ein gutes Landesheim, natürlich nach wie vor gegen Doran, der hat nicht wirklich Killpressure, aber er kriegt immer Priorität, kann er zuerst reinrotieren, den Drachen vorbereiten und jetzt der wichtigste Play für T1. Dieser Harrod ist quasi unser letztes Mal, dass wir jetzt in Gold im Midgame oder im Early Game nach vorne kommen können. Der Harrod Spawn ist ja meistens auch das Ende des Midgame, des Early Games und der Start des Midgames früher, dann fangen wir an für Seele zu gehen und so ein Scheiß. Ja, einfach weirder Catch für gegen Kyria. Faker war Base. Harrod Mitte, wir steigen ein, wir fahren nicht gegen die Wand, wir fahren rein. Bam, Junge! Guter Damage. Also leichte Pressure hier in Midlane. Fünf Mann sind jetzt auch da von Humberlife. Double Teleport raus. Heißt, wir traden Drachen für Toplane, oder? Scheiß auf Drake. Wir spielen Toplane. Gibt Zeus Turrets. Bitte nicht fighten jetzt, T1. Vorsicht vor Flash Engage von The Light. Nocturne ist mir egal. Nocturne ist scheißegal. Die macht gar nichts. Die Ult von Rell ist gefährlich. Ja, wir spielen hier mit dem Gedanken, Nash zu forcen oder Top-Tom zu nehmen. Währenddessen machen die beiden mobilsten Champions bei Humberlife den Drake. Ja, Top Tier 1 für Drake ist okay, weil wir halt einfach schwächer sind. Ist fein, ist fein. Forcen wir Force nicht, Nash. Können wir Top Lane diven? Die haben kein TP mehr. Können wir Top Lane diven? Can we dive, guys? Can we dive? Can we dive? Can we dive? Can we dive? We can dive. Wait, is he dead? Er hat Flash, er ist Rek'Sai. Das wurde gecancelt. Wichtig. Wichtig. Wir kriegen Top Turm ohne Kill. Was verlieren wir? Für den Drake oder für den Mid-Turm, oder? Lol, ist sogar noch geflasht. Nee, ist der Void Rush. Wir sollten nicht Nash forcen. Aber Faker hat Ult zum Zaun, dann ist aber useless gegen Nocturne Ult. Das ist 4 gegen 5, natürlich. Nash-Fight wäre geil zu haben in Überzahl, aber Flip wäre nicht gut zu haben. Kein Doppel-Smite diesmal, wir haben kein Spellbook. Licht geht aus, Guma rennt schon mal nach hinten. Jetzt kommt die Engage-Ult durch und der Fight geht los. Kyria ist fast dead. Nash würde ihn vielleicht lassen, könnte Light wird gefokust von der Chain of Corruption, er ist dead. Wichtiger Auftakt-Kill. Und jetzt geht Zeus nach vorne. Er haut Sidestep mit einer Milliarde Movement-Speed. Was soll man gegen diese Vayne machen, die uns verwirrt? Jetzt geht sie raus. Wird Nash gefinished? Zeus flasht raus, Zeus mit so geilem Zoning und wie Faker. Und währenddessen ist Nash auf einem Spiel, wurde gesmite. Wichtig, wichtig, wichtig. Flash von Peanuts zu spät. Eine halbe Sekunde wird er sterben. Faker. Flash auf ihn rauf. Nice, Faker, wichtig. Kyria darf sterben, ist egal. Raus, 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 raus. Big, 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 big. Raus, Baby. Junge, Zeus Vayne. Seht ihr, was ich meine? So diese Vayne, die einfach reinrennt, eine Milliarde Movements wie hat und das ist schwer zu spielen. Du musst sie respektieren, aber du kannst sie nicht hitten. Und zwar noch vor Triforce. So geiler Crossmap-Play. Scheiß auf Drake, Diggy. Beide Teleports von Hanwha raus wegen Harrod. Dieser Harrod charge in Midlane, der beide Teleports bekommen hat von Hanwha, zwingt Hanwha so ein bisschen eine Zwickmühle. Sie wollen nicht Drake abgeben, sie wollen nicht Top-Tom abgeben. Sie wollen eigentlich die Karte spielen können und nicht versuchen, dass sie gegen starke Vayne auf Seite agieren müssen. Aber dann, Rek'Sai stirbt. Wir forcen direkt Nash. Jetzt Zeus, look at this guy. Rennt gegen beide Carries nach vorne. Ja, du gewinnst Front-to-Back-Gewinn, aber unser Backliner ist die Frontline. Look at this guy. Zeus so Alpha.
So, und beide stunt dann in dem Shifting Sense in Azir, während Faker mit Ulpina so. Und Pina flasht rein auf 1001 HP und reicht nicht. Und Faker korrigiert den Winkel für seine Q und tötet dann noch Peanuts. Mechanisch auf so vielen Ebenen ein geiler Fight von so vielen Spielern. Nachdem T1 gerade mehrere Fights in Folge verloren gegen Hanwha, die fantastisch gespielt haben, setzen sich durch beim Nash-Fight. Well played, Boys. Und jetzt diesen Nash zum Stabilisieren benutzen. Mitte-Turm holen, vielleicht Bottom 2 holen und einfach Gold an Vayne. Honestly, wenn Vayne gegankt wird, ist sie einfach fein. Lass sie gegankt werden, sie rennt Widget raus. Zumindest wenn sie Ghost hat, vielleicht auch eine Ghost, nicht ganz so eindeutig. Oh. Die Azir sieht gefährlich aus, Azir ist gefährlich. Terry Azir ist im Front-to-Back immer gefährlich, aber T1 hat halt auch bedingte Möglichkeiten zu gewinnen. Also das haben wir gerade gesehen. Wenn Zeus halt Azir so hops nehmen kann, dann ist Azir halt auch nichts wert. So, Mid-Turm fällt, es ist kein krasser Nash-Powerplay. 200k ist fein, Nash darf eine Minute aus, wir werden keine weiteren Turrets holen. Das Game geht safe late Game. Safe ein Elder Drake Angle eigentlich fast schon. Mindestens noch zwei Nashes. Mindestens zwei Nashes für T1 zumindest. Hanwha könnte mit einem Nash mehr machen, weil sie einfach mit dem Setup mehr spielen können. Es ist leichter für sie Sideline zu spielen, leichter für sie Midlane zu spielen. Sie haben mehr Carries und mehr Sideline-Potenzial wegen noch kein Ult, wenn sie von vorne spielen. Wenn sie von hinten spielen, ist Vayne fein, aber von vorne mit Nash gefährlich. Anyway, also T1 Nash, wenn Bottom belagern. 15 Sekunden noch, bis er ausläuft. Die Wave Botten ist fein. 5 gegen 5 beim Blue, beim Wrap-Up. Und guckt auf der Light Chat. Der Light ist bei unserem Blue Buff und flankt. Look at the shit. Wir wissen nicht genau, dass der Light dahinter uns ist. Wir haben Angst. Jetzt wollen wir auf ihn raufkollapsen. Dann Faker Ult. Do we know? Kyria sucht ihn. Owner sucht ihn. Oh, oh. Wir sind based. Ah, zweimal Base. Owner hat Flash. Faker ultet rein. Und dann müsst ihr bitte drüber flashen. Aber lass ihn einfach los. Ja, lass kein Flash verlieren. Warpad haben wir. Geiler Flank, geiler Disengage, gut gespielt. T1 geht Base mit zwei Mann, Vayne und Varus, und dann ist einfach auch alleine Mitte, der nicht im Rechner ist, der Light hinter mir ist. Ärgerlich, weil sie es schon Loki wussten, die haben nach ihm gesucht, aber diese Catches sind geil. Faker ist auch noch gecatcht. Immer wieder Catches von den Boys von Hanwha. Faker ist dead. Boah, Hanwha spielt geil dieses Game. Und T1 spielt sehr unkonzentriert. Immer wieder isolierte Tode. Kyria schützt einmal isoliert, Faker schützt isoliert, sein erster Death dieses Game ohne Shift isoliert. Diese Catches sind echt gefährlich und eigentlich wissen wir, dass die Gegner da sein können. Aber wollen sie nicht respektieren. Bisschen geblufft und die Bluffs beißen uns in den Arsch. Haben wir einfach so Beine auf. Oh, scheiße, er hat AI fertig. Ja, also, I don't think we win Dragfight. Ich glaube nicht, dass wir Dragfight gewinnen können. Können wir Dragfight gewinnen? Infinity Edge auf Ciri. Faker ist dead, das heißt, wir haben keine Talia vorbereitete Ult für den Dragfight. Ja, guck mal, Faker hat sogar Angst vor dem Busch und Facecheck mit B, aber läuft dann am Ende trotzdem rein. Also, er weiß es, aber er will nicht respektieren. Bisschen arrogant gedacht. Hinaus, aber ja. Er sagt, ich darf trotzdem. Anyway. Faker ist Mitte DP, damit er früher da ist für den Dragfight. Absolut sinnvoll, aber sein Ult ist auf Cooldown. Jetzt kommt noch DP von Zekka in die Backline rein. Oh, oh. Aber Faker hat eh. Zekka kann nichts machen. Das ist geil an Talia. Flanken der Azir und Rell sind nicht gefährlich gegen Talia, wenn sie eh hat. Trotzdem, der Lights Flash Front to Back ist gefährlich. Mal sehen. Drake wird geforced und wir können nicht retaken. Wir haben keine Chance, ins Pit reinzukommen. Der ist einfach gone, der Drake. Ziemlich sicher. Außer Owner kann 50-15. Oh, Faker kommt nach vorne. Oh, 1216 Leben. Oh, jetzt gefokust. Flash Engage wird beantwortet. Schön schon auf Corruption. Faker macht guten DPS hier. Genauso wie Guma. Damit ein Kill schon mal erfolgt. The Light wird auch noch drauf gehen. Er hat auch Flash investiert. Wichtig, jetzt Chase Zeus. Stormhelzer Proc. Look at this guy. Look at this. He's fast as fuck. Boy! Woohoo! Er chased dann weiter. Viper's dead, oder? Es kommt auf Zeus. Er ist so fucking fast. Der Anker sitzt. Können wir enden? Können wir enden, guys? Wir haben eine Hütte. Nee, haben wir nicht. Wir haben keinen Teleporter mit Wave. Verlieren den Drake und damit Soul Point, aber gewinnen den Fight hardcore. Diese Vayne ist so gefährlich. Wenn der Light und. Also, ich weiß nicht, wenn der Light einfach nicht engaged, probably nicht winning fight. Aber der Re-Engage, statt es langsam zu spielen, auf jeden Fall ärgerlich, weil ihre Carries wollen sie nicht spielen. Ciri und Azir können nicht reindashen. Gerade nicht gegen Faker's Talia, der einfach eh drückt und das war's halt. Und T1 liebt es, ne? Die gehen da flashen auf dich rauf. Wenn du eine Hände hast, kannst du halt die Rell-Ult-Kombo flashen. Danach kannst du einfach Rell töten, die ist halt drin. Guma flasht die Ult, Guma macht dann auch selbst Ult, tötet halt einfach zwei Tanks. Faker und Guma sind hier nie bedroht.
Zeus war ganz kurz bedroht, rennt halt raus mit Stormblazer Proc. Und Chase hat dich runter. Ja, aber mehr gibt's eigentlich nicht zu sagen. Ich glaube, Front-to-Back-Fight in dem Szenario ist actually richtig hart für T1. Aber es gab kein Front-to-Back-Fight. Zwei Tanks sind draufgegangen und Zekka und Viper konnten nie wirklich hinten. Ruma, Faker und Zeus konnten hinten. Well played, T1. Dann einfach Nash Frost, of course. Du hast keine Seele in 5 Minuten, also Frost du Nash. Du machst einfach Nash erneut. Doran ist Botlane, T1 pinkt das. Doran muss sofort hochrotieren. Er hat keinen Teleport. Doran, mach Meta. Wait, er ist einfach nicht da, by the way. Doran ist einfach nicht da, by the way. And now Homolife Esports find themselves on the outside of this Baron pit once again. Nash auf 1000, auf 10.000 Leben runter. Du kommst von der Seite dazu. Ah, Talia ist geil, wenn du Backline divest, aber du musst nicht Backline diven. Aufgepasst, Hanwha. Alles noch Unwill für die Boys. Es sind nur 4k Gold. Ist nicht so krass an der 30. Vor allem, wenn du im Drachenforder bist. Oder drei Mountain Drakes. Sehr, sehr nice und effizient für dich natürlich. Aber Tion hat Pressure in Midlane und der Turm wird auf jeden Fall fallen. Faker ist auf Deathcap ausgebaut. Der Azir ist nicht so mächtig. Und wenn Hanwha Live weiter im Backline dive, so wie jetzt, werden sie nicht gewinnen. So, was sie bräuchten, wäre sowas wie Peanut Ultimate rein, kriegt den Flash von Guma und danach kann der Light reinflashen und einfach Flash-Vorteil ausspielen, damit er nicht gekillt werden kann, weil sonst leidest du halt. Dort sind noch immer beide Carries von Hanwha Live besser dabei im Gold, wenn auch nur leicht. Und sie machen sehr viel Damage an Frontlinern, das ist schon gefährlich. Ist nicht free, ist nicht free. Jetzt startet Hanwha Live den Nash, okay. Hanwha Live ein einziger Nexus davon entfernt, vor der Messe auszuscheiden aus den LCK-Playoffs. Morgen ist das Finale. Und T1 muss sich beeilen, denn Ash ist fast tot. Owner hat Wind Becomes Lightning. Die W kann den Ash markieren und Audacious Charge. Owner, oh, Varus! Guma, Yuzi und Nash Steel, natürlich! Name a more iconic duo. Na klar passiert das. Und Zekka kennt das vom Finale 2022. Das ist nämlich permanent passiert. Guma, Yuzi, Secured Nash, jetzt kann einfach Zeus hitten. Er ist dein Crit-ADK, den du brauchst in der düsteren Stunde. Guckt auf diese Vayne. Sie ist so ein lästiger Champion. Und wird den Kill bekommen? Er hat Loki gerade eben leider Zekka gerettet, aber Stormblazer Fox. Die ist chasing, oh, beinahe tot. Und es mündet darin, dass drei Leute und Nash an T1 gehen. Wichtig. Faker auf der Jagd nach mehr, aber es sieht gut aus, Leute. Nach dem Upper Bracket Final Hanwha Live gegen T1 3-0 ausgegen für Hanwha, hat T1 sich gegen Damwon zurückgekämpft. Und das war unter anderem auch mit Vayne Toplane. Und jetzt hier müssen sie sich gegen Hanwha auch zurückkämpfen, um dann morgen gegen Gen.G zu spielen. Und da sie werden schon safe beim MSI dabei. Was ein Nash-Stil. Smite kommt durch und der Piercing Arrow zerstört die Hoffnungen von allen Hanwha Live-Fans. Und er belebt alle T1-Fans. Diese Vayne ist so insane. Es ist so unglaublich unangenehm zu spielen. Vielleicht kann nichts treffen. Ist einfach zu schnell. Ist einfach zu schnell. Auch Zeus Spacing ist so clean. Der Content war kacke. Aber fairerweise, diese Wand ist recht neu. So viele Vayne-Games wird er nicht haben, aber wow. Content war trotzdem relativ kacke. Er ist bald noch an die Andri ist gestorben. Das war wirklich, wirklich close. Aber eben nicht ganz genug für den Zekka, Azir, Leandris, Proc, den Kill zu securen. Jetzt Bot den Turm nehmen und dann ist Finale, Boys. Finale, Boys. Morgen 8 Uhr gegen Gen.G. Bitte, bitte. Das ist das gleiche Finale seit 3 Jahren. Es ist so geil, wenn es passiert. Leider gewinnt Gen.G zu oft. Das letzte Mal, was die morgen gewonnen hat, war 2022 Frühling. Dieser Frühling sollte ich bitte wiederholen in 24. Aber es wäre so geil. Oh, warte, Faker, der hat noch Flash. Er ist fein, Nocturne macht Licht aus. Vayne ist noch nicht da. Chain of Dropship ist komplett. T1 hier sehr am Paniken. Fail Ults, Fail Flash ist aber besser als Engaged zu werden. The Light hat nämlich wieder Flash ready und Faker jetzt nicht mehr. Hook kommt durch gegen Zekka. Combo ist da. Ist einfach Zekka instant tot. Zekka ist dead. Er hat nicht gesonnerst. Kyria mit dem Anker. Junge, Kyria, so dicke Klöten, aber das sollte natürlich Zekka sonnersten können. Selbst wenn er sonnerst, fairerweise, ist ein guter Play von Kyria. Aber wenn er sonnerst, kommt er doch einfach die Faker-Kombo gegen sonnerst getimed, dann ist er trotzdem tot. Fairerweise, dagegen kannst du meistens flashen, also immer guter Play von Kyria. Auch wenn Zekka gut reagiert, ist guter Play. Zeus gewinnt doch safe hier. Was soll Ciri gegen ihn machen? Er ist der bessere AD Carry. Das ist das Geile darin, weil halt Viper auf der Ciri ist ja einer der wenigen AD Carries, der nicht von Klick hat. Er muss ja Q treffen. Trifft mal Vayne mit Q als Ciri, wenn die Vayne gut spielt. Und Zeus ist insane. Triff mal. Wenn du Orte denken könntest mit Jinx oder so, würdest du easy gewinnen, aber bist du halt nicht. Was streiche Tolkien da immer? Was soll ich denn? Mein Stuhl oder was? Ich streiche gar nichts. What do you mean, ich streiche irgendwas? Ich habe keine Katze. Ich habe nebenbei meinen Penis in der Hand oder wie? So erotisch finde ich League of Legends Gameplay doch nicht.
Wirbelbruch. Ach, so guter Twitch-Name. Oh, Leute, meine Energie ist... Also, ich bin gerade so beruhigt. Ich hatte so Angst, dass wir den amtierenden Weltmeister nicht beim S1 dabei haben werden. Es fällt mir so schwer, rational zu bleiben, wenn dieses Team spielt, aber es sind einfach so geile Hasen. Es ist so sexy. Jetzt haben wir hier Soul Point. Ja, während wir im Replay waren, ist der Drache gefallen. Der Nash ist ausgelaufen. Zeus hier dabei, Rapper für alle zu securen. Ja, Altruist, der Mann. Ja, jetzt droppt den Belagern, der letzte in der Turret, der steht. Das spielt Simon wie aus dem Textbuch. Pushen Mitte gemeinsam durch, wenn wir den AD Carry haben, der sonst Angreifer wäre gegen Nocturne. Easy, aber Nocturne hat nicht einmal dieses gesamte Game Vayne geultet, weil er nicht kann. Wenn er Vayne ultet, läuft sie einfach weg. Wenn er jetzt Rek'Sai am Split pushen, ist auch egal. Die Vayne kann nicht tun auf Sideline. Der Rek'Sai meine ich. Ist egal, ist zu langsam. Das weiß Doran auch, deswegen geht der Base. Und eigentlich wissen beide Seiten hier, dass der nächste Nash relevant wird. Wie gesagt, Timon braucht wahrscheinlich 3 Nashes zum Gewinnen. Sie haben jetzt 2 Nashes bekommen. Einen haben sie einfach gemacht, einen haben sie gesteelt. Und der dritte spawnt gleich. Level 18 Vayne jetzt auf dem besten Weg Richtung was? Was ist der aktuelle Build auf Vayne? Ich würde fast einfach GA sagen, oder? Ich will nicht Infinity Edge haben. Du hast genug Damage als Vayne, du brauchst keine Crit Damage. Pop, Spikes, geh einfach GA. Tankt die Nocturne Ult und sei glücklich. BT, maybe? Ah, weiß auch nicht, ob ich BT mag. BT gibt halt Lifesteal, das ist nicht so geil auf Vayne. Machst ja wirklich sehr viel Omni-Vamp-Damage quasi, also halt True Damage. Der pockt ja nicht bei Lifesteal, der pockt nur bei Omni-Vamp. Terminus, wenn du auf Vayne Armor-Pin kaufst, dann hasse ich dich. Meint ihr wirklich für Terminus? Mein Gäste will Tankier werden? Ich würde GL führen gegen Nocturne, Draft und Rek'Sai. Der einzige Weg zu sterben ist, wenn du halt bald All-In werden kannst. Aber ja, let's see what happens. Noch eine Weile hin bis dorthin, aber der Nash-Fight ist gleich. Vielleicht werden wir gar nicht herausfinden, was er kauft, denn wenn Timon diesen Fight gewinnt, ist das Game zu Ende. 3 Nashes reichen, um zu gewinnen. Und der Nash spottet 50. Powerstrikes und Faker sind insane. Double Pink Ward gekauft, auf der Karte platziert. Jetzt wird der letzte Fight angespielt. Wenn er bei Live gewinnen sollte, wird es noch mehr geben. Es ist Duodai vorhanden, weil ihre gesamte Frühlingssaison wird sich auf diesen letzten Nash-Fight jetzt am Ende zusammenkristallisieren. Hier müssen sie gewinnen. Hier müssen sie jetzt triumphieren. Aber how? Nicht Backland-Diven, versuchen von der Back zu gewinnen. Das ist der Weg. Kein Death-Cap auf Azir, Zonias, das spricht für Backland-Dive. Vielleicht dann Faker seine E auf Kurt und hat einfach reinflashen mit Delight. Aber wie gesagt, solange Gumayu sie Hände hat, kann er darauf mit Flash reagieren. Nocturne, der Reinhold ist echt relativ egal, der macht nichts. Der ist so weak, 3000 Gold behind, Top 10 sogar knapp 4000 Gold behind. Haben wir da jetzt Mitte gepusht, Turm platziert, Webpad haben wir, gutes Setup. Timon weiß das, Timon will aber auch so oder so retaken. Oh, Edge of Night bekommen, das ist auch nicht bad. Also wenn es Licht ausgeht, kann Gumayu nichts mehr sehen. Sonst würde Edge of Night die Nocturne Ult einfach tanken, dann kann man auch was sehen, ist nice. Kann man auch Gangplank wie benutzen zum Beispiel, um was zu sehen gegen Nocturne Ult. Er recallt beinahe Vision Zero, das hat er? Er hat Infinity Edge. Er sagt wirklich, er braucht Damage. I mean, es ist hart gebufft worden, 14-6. 10% mehr Crit Damage, ich verstehe es. Aber ich glaube, wir brauchen eigentlich nicht mehr Damage. Aber Zero sagt halt, Leute, ich bin Alpha. GA, Blutduster, Terminus, pickt euch. Infinity Edge, bruh. Ah, Zeus ist Monsterfett. Mit knapp 15.000 Gold. Aber er muss hitten dürfen. Er kann sterben, er kann schon schnell sterben. Wenn er sie mit Santa hat, ihn zweimal ortet, ist er basically ein HP. Sein Spacing ist sehr, sehr wichtig. Er geht nach vorne, Stormraiser Prog easy, hier Sprinting. Wave ist weg. Man könnte Nash auch duo natürlich mit Vayne plus irgendwen. Und das geht schnell. Haben wir live halt Mitte Priorität für den Moment durch Vision, aber dafür hat Timon das Areal des Fusses hier eingenommen, aber well, der Nash ist gewordet, das klärt jetzt Owner. Damit haben wir live Angst haben muss, dass Nash gestartet werden könnte. Webhead Owner. Also jetzt haben wir live unter Druck, weil sie keine Ahnung mehr haben, ob sie jetzt feststecken müssen. Da kommt das Blue Tracker Nummer 1, das ist damit auf Cooldown. Weil sie Angst haben, dass halt irgendwie die Vayne Nash hittet mit Nautilus gemeinsam zum Beispiel. Jetzt wollen sie also das Areal retaken, wieder Mittelkontrolle für Hanwha, Jungle-Kontrolle für T1. Das Game steht auf Messerschneide, 10k Gold für T1 macht es aber sehr, sehr einfach. Gerade einfach glücklich zu sein als T1-Fan. Jetzt starten wir das Nashorn, wollen nicht für Soulfight gehen. Der Seele für beide Teams. Guma tankt Nash, wenn hier Nocturne gekommen wäre, hätte ich Angst um Guma gehabt. Aber es ist Level 15 Nocturne, Level 17 Varus, der stirbt auch nicht. Ja, wir gehen Base und verletzt aber auf jeden Fall Mitte Priorität für Drake. Aber Life kann Drake sehr viel einfacher machen ohne Risiko als Nash. Also Mitte pushen und einfach Nash forcen, einfach Drake forcen, einfach mit Azir zum Beispiel solo. Würde mir gefallen von Hanwha. Kommen jetzt aus Base raus und müssen wieder das Areal retaken. Diesmal haben wir keine Kontrolle. Dafür braucht er Minions, aber die sind egal. Vielleicht wird nicht Backdown TP'en.
B-Turm ist straight. Hat er nicht gerade erst einen Turm beschworen? Wie wenig Kohlen hat die Scheiße? Er ist doch gerade erst gespawnt, die Sundisk. Wie OP ist das hier? What the fuck? Weil Turm gewonnen hätte, aber der Turm war auch nicht wirklich wichtig. Aber wenn der geht, was willst du sonst machen? Ist halt Dash und Seelespawn. Of course beschwörst du den Turm, wenn du kannst. So, Faker's Reaver's Wall kommt rein. So, und ordentlich rein. Doran ist gesund. Pina, während ist eine Pit drin. Nash, Drake ist schon sehr low. 5000 Leben. Smite für wen? Es ist Seele für beide Teams. Engage von Owner. Crescent Guard. Zone für viel, viel Damage, der da tanken darf. Hooks sitzt gut gegen Doran, aber kein Damage. Das Smite geht an Owner. Well played. Damit Seele. Und auf zum Nash. Wir haben Position. Und wir haben das Objective bekommen. Sind sau. Kann das, was kein Anjana tun vermag. Er zoned einfach. Oh, die Hook auf Viper. Scheiße, ist er dead? Can we win? Da ist Zeus. Zeus, das war over. Guckt auf Zeus. Look at this guy. Look at this guy. Look at this guy. It's, what is this gameplay? Er stand noch rasiert an der Wand nebenbei. Es ist so insane. Na, but look at this guy. Unser Back-to-Back POG in T1's Wins. Wird er in Game 3 den Back-to-Back fertig machen und dreimal in Folge POG holen im Lower Bracket Finale, wenn es um den Einzug zu MSI geht. T1 bucht ihr Tickets. T1 fliegt nach China. Wir sind beim MSI. Der Weltmeister ist beim MSI Boys und morgen im LCK-Finale. Morgen 8 Uhr gegen Genji Anwesenheitspflicht. Das L-Klassiko. 3 Jahre in Folge, es geht weiter. Digga, ich hab Gänsehaut. Junge, let's fucking go, Mann. 3-1 gegen Hanwha. Und es klingelt perfekt mit meinem Postbote. T1 damit ein weiteres Mal im Finale drin. Aus den letzten 9 großen Finals haben sie 8 geschafft. Ein MSI haben sie verpasst. Digga, T1 ist so cracked. Es ist so geil. Also nur 1 gewonnen von dabei. Hanwha Live. Absolut geiles Team. Muss ich nicht verstecken. Was für eine Season. T1 3-0 besiegt im Upper Brackets. GG Hanwha Live. Auch mal klappen, Chat. Hanwha Live hat sich da auf jeden Fall auch hohe Lobpreisung verdient. Hanwha Live 3-0 Upper Bracket gegen T1. Heute die Rache, der Jähzorn, die Wut, der Wrath von T1, der amtierende Weltmeister. Will die Golden Road haben und das morgen gegen Gen.G kein leichtes Unterfangen. Nicht einfach. Morgen gegen Mr. Perfect. Junge, wie Tom einfach grinst, Roach. Was? Für den geilen Pass beim Stint T1, wen hast du denn so verdient? Thumbs up von Faker Dinsky, my man. Oh, morgen wird so geil, Leute. Wir haben heute 3 von den alten Gen.G-Spielern geschlagen. Morgen spielen wir nur gegen 2 Gen.G-Spieler. Nur gegen Pace und gegen Tobi. Easy. Morgen ist easy, actually. Morgen ist Freewin. Ist das so viel Druck von Schultern runter? Wir sind safe bei MSI. Alles ist gut. MSI wird jetzt auf jeden Fall geil. Und heute Abend in 4 Stunden geht's ja weiter, Chat. Wir werden so ein paar Stunden streamen, dann düse ich zur Arena rüber und dann caste ich Fnatic gegen BDS. In 4 Stunden geht's los, dass ich da live gehen darf. Um 17 Uhr ist Start, also 5 Stunden ist Start, aber ich darf um 16 Uhr in der Arena sein. Heute gemeinsam mit Basti, morgen mit Johnny das Finale in der LEC und die Hanwha Live-Kurve sieht ein bisschen traurig aus. Aber so viele Hanwha Live sind da gar nicht, actually. Das sind mehr T1-Jerseys als alles andere. Aber ich muss sagen, Hanwha Live hat ihr Ziel erfüllt. Dieses fantastische Team wurde aufgebaut, um halt einfach Gen.G und T1 zu schlagen. Sie haben es einmal geschafft, leider nicht zweimal, außer bei Live Perspektive. Aber Korea bleibt die Spitze. Es ist wirklich wie diese Storyline. Atletico Madrid ist, glaube ich, ist Hanwha, right? Und dann Gen.G ist Real Madrid und T1 ist Barcelona oder so, keine Ahnung. Fußballanalogien. The win in regular season, the 3-0 in playoffs, and yet T1 advanced. Atletico ist KT, warum? Also ist T1 hart verschuldet. Maybe, nein, also T1 auf jeden Fall nicht. Zeus Vayne ist krank, Zeus Vayne ein Monster. So insane gespielt, keine Frage. Einfach die Meta, die er macht in Fights, ne? T1 hat ein sehr schlechtes Midgame diese Runde. Es war ein schlechtes T1-Midgame von allen 4 Games heute. Permanent gecatcht worden, Faker isoliert gestorben, Owner isoliert gestorben, Kerry hat 3-mal isoliert gestorben. Aber dieser Nash-Stil und diese Vayne einfach, diese Vayne, Mann. Nur dieser Zeus-Pick. Es ist so frech, wie er permanent Teamfights Meta macht. Selbst hat er einfach, indem er einfach nur läuft vor der Lights, ganzer Combo weg und dann hinter der einfach for free die Tanks.
Ah, T1 im Late Game. So angenehm zu spielen, wenn du einfach besser bist, lol. Hören wir mal rein, was sie gesagt haben. For the LCK, of course, T1 have won one before. But not recently. And so having a listen to the final moments here, as this might absolutely gigantic from Ona. See everyone. Diese Hochfunkeria, Mann. Digga, Zeos. Zeos! Zeos! Vayne is great, and look at the smile on Zeus's face. And I think that we haven't really stated it enough. The fact that Zeus was on zero CS for the first 8 minutes in game number one, and then has the bounce back Zac performance in this game, the incredible Vayne once again. It shows, yeah, and it shows maturity from this incredibly young player that has struggled against Doran in the past. So getting a lot of demons off his shoulders, you can see. He is very happy about this win. Look at that. They trust him. They trust him in draft and he gets it done. Ja, also Zeos Karriere ist so crazy. Er fängt bei T1 an, ist ausschließlich bei T1. Ist jetzt schon in so jungen Jahren Asia Games Champion, also muss er keinen Militärdienst machen, weil er eine Goldmedaille geholt hat für Korea. Er spielt gegen Daddy Doran von all seinen Gegnern, den einen Toplaner, der ihn immer knechten konnte, egal wann, egal wo. Doran konnte so scheiße sein, er konnte gegen Dündün, gegen Dudu verlieren. Aber gegen Zeos hat Dudu, er hat immer gesmurft, aber nicht heute. Nicht heute, Mann. Junge, so geil, Zeos. Wirklich, die Maturity über die Kasse gerettet haben, ist reifer geworden als Spieler. Game 1 war eine Minute 5, Level 1 und der Lane-Stop hat ihn komplett hops genommen. Game 2 der Zac-Pick. Game 3 der Cassandra, Game 4 die Vayne. So ein flexibler Spieler, so ein starker Toplaner. Er ist ziemlich sicher der beste Toplaner der Welt. Aber, you know, das hat letztes Jahr auf jeden Fall Worlds gezeigt. Ja, dieses Jahr hoffentlich morgen auch gegen Keen. Wir brauchen morgen eine Top-Diff, so wie heute. Dass er fucking Doran gedifft hat. Endlich, Mann, nach all den Jahren. Endlich. Endlich mal Doran besiegt in Playoffs. Endlich. 2 Jahre hat es gedauert, aber ja. Wir haben Interview mit ganz T1. Banger, rein da. Banger, banger, banger. Die Arena ist auch so geil. Look at this. For the post-match interview translation with T1, who just defeated Hanoi Life Esports with a 3-1 score and qualified for the grand finals for the first ever in the LCK to secure the finals 6 times in a row. Please welcome Karia, Zeus, owner, Baker, Gumayoshi, Karia, and head coach, Kalma. Congratulations! First off, Zeus, with a 3-1 score, you have qualified for the grand finals. How do you feel? Now, if we were to make it to the finals, I would have been really sad, but now that we made it, I'm just really happy. You know, the air feels really nice. And in games 2 and 4, you gave the opponent high priority Rek'Sai pick away and picked top Zac and Vayne. We saw how well you played them in the past, but how are you able to lock these counter picks so decisively in such important moments? Gute Frage. You know, I thought a lot about facing Rek'Sai with many different picks, and I put in a lot of time practicing all these different picks that I'm able to pull out. And I believe that with Zac, I was able to win against Rek'Sai, especially during team fight. And with your amazing performance, you were POG for games 2 and 3. And since T1's top side is so influential, oh man, it's so geil, wir gewonnen haben, Leute. Ich hab so Gänsehaut die ganze Zeit. So how were you able to perform so well? Yeah, they were really sneaky and tried to really focus me down. In game 1, I had it in mind, but I don't think I was able to execute very well. And after that, I think since I was able to counter their pick, I was able to perform pretty well. And in your personal career, you're looking at your second title in the LCK. I don't think there's anything special that I have to do for the finals. I think
we'll be sure that we're ready for tomorrow's match, and I want to do well. And owner, you succeeded in the revenge match against Hanwha Life Esports. How do you feel? In our last match against Hanwha Life, we lost 3-0. And I really wanted to do well today, and I was able to do really well. And I'm just grateful that we're able to do so and qualify the player of the finals. And with Peanut showing a great form lately, he must have been so tough to deal with. But your momentum was really something else. What was the main focus during preparation? I think Pina has really good calls and good teamwork. But I think today luck was on my side. And your key pick today has to be Viego. With you leading games 2 and 3 to victory with Viego, what compositional strength are you looking for? In this meta, I believe that not a lot of teams are utilizing Viego. But I always rated him pretty highly. And with Viego being open, I believe that it worked really well for me personally. And you did so well with Xin Zhao. Are you just confident playing with him? Yeah, in terms of Xin Zhao, I think the champion itself is really good. I did have a lot of confidence in regards to playing him well. And now, you will face Genji at finals for the fifth time in a row. Fünftes Mal? So anything you would like to say to deny Genji from a four-peat title? Every time we met Genji in the finals, we always lost, and that has been a big regret. So I want to make sure that we are the first seed at MSI. Give it up for owner. And next up will be Faker. Faker, 8 years ago, you defeated ROX here on this exact spot with the same match score. And with today's victory, you have qualified for your 16th LCK Finals. How do you feel? I'm able to stand on the final stage again. I'm very grateful. And just the fact that I'm able to play on such a big stage, I'm very happy. And remember, you said you had such premonition regarding the finals and you winning the finals before you going to sleep last time in the last interview. So it looks like it's going to become a reality very soon. Yeah, I think it'll definitely become a reality. I think this is a really good opportunity for us to challenge ourselves and win against Genji in the finals, finally. Now, you guys have T1's 11th LCK title on the line tomorrow. What is your resolution? We'll make sure that we're able to secure our 11th title, and we want to make our fans proud. Das ist auch Fakers alleine individueller 11. Titel, ne? Niemand sonst hat 11 Titel, wenn das morgen schaffen sollte. Das wäre so geil. Congratulations, Kumayushi. With your revenge on Hanwha Life Esports, you have now qualified for the title, for the finals. So how do you feel? I really wanted to make it to the MSI. And yeah, I think I really live for the opening, so I'm really happy that I'm able to make it to the finals. And yeah, just like you said, you actually had a great ceremony. Die schwitzen so hart, es ist so heiß in der Arena. Alter, Alter. Yeah, I was actually going to do my ceremony and I saw the fog and Alter! And I thought to myself, I need to show everyone something. So I actually came up with it on the spot. Yeah, it was such a cool ceremony. And we have some fog in the air right now. Can you reenact your ceremony today, right now? That's good. Wenn wir jetzt schon die Hitze gewohnt sind, für morgen vorbereitet, während Genji da einfach ins heiße Wasser geworfen wird. And you got two wins with Senna. And how dare the opponent leave Senna open? Did you expect that Senna would be left open? And we saw
Hana Life Esports leaving Senna open and picking Zarya Nautilus, so I did think that they might actually leave it open. And I made sure that I practiced Senna and just movements in general. And in the last game, you stole Baron with Varus. Did you expect that you would pull that off? Yeah, with Varus, it's really advantageous when it comes to smite fight. So I communicated with owner, and I think that's why we were able to pull that off so cleanly. And now you will be facing Genji at the finals. And this will be the same exact matchup for the fifth time in a row. These must win. We win these. Genji, we will be the one to stop your 4-peat. Next up, we have Carrier. In the last playoff round 2, with the 3-0 loss, we were expecting a new... I mean, sure. From T1, a new version of T1. So what kind of preparation process was there? There are a lot of spots that we were lacking regarding this play and the communication, and that's what we really focused on for today's match. And both of the supports in both teams were selected as the key player. Do you think the drafting went as you planned? I think we're pretty confident regarding what any sort of draft that we were facing, and I think everything went as planned. I think we played pretty comfortably overall. How confident are you regarding winning the finals for tomorrow? Alter, ist so am Ölen. Genji is a great team. Locker 35 Grad in der Arena drin. Im Hintergrund sind auch so Zuschauer, wie so Luft zu fächeln. Accordingly, I think we're able to win tomorrow. And lastly, let's talk to the head coach, Koma. KT Rollstar Trikot an im Publikum. As soon as you returned to T1, it looks like you are able to qualify to the finals as well as advance to the MSI. How do you feel? I think being able to work alongside such great players and great staff at T1, I think I'm just very lucky that we were able to make it this far. I'm just very lucky to work alongside them. And in the pre-match interview, it looks like you've talked about how much time you put into preparation. Do you think it all showed up today? Yeah, we put in a lot of effort into preparing today, and I think because of how great our players are, I believe that they're going to be able to show that a lot better tomorrow. Oh, morgen Finale. What do you think you were most satisfied with? Morgens Finale in Korea, Finale in LC und ab Lower Bracket Finale in China. Morgens drei Best of Fives, Chat. Drei Best of Fives. Drei. With our staff and players. I think just the fact that we were able to show what we've been preparing and practicing on stage is what I'm most satisfied with. And Koma, and you with Baker, you guys played at the finals 8 years ago against Rock Tigers. Do you remember that? Yeah, I do remember that. It's a good memory, and I want to make sure that we recreate that and win tomorrow. Now, what is your resolution for your match against Genji tomorrow? So we had a 3-0 score against someone and a 3-1 against Hana Life Esports, and tomorrow I believe that it will be a 3-2 victory against Genji. Ja, das wäre geil. Morgen 13 Victory mache ich Tanzparty. Also no joke. A successful journey in the Morgen 3-2 wäre insane. Congratulations. And that's the end of the interview with T1. Please give it up for the T1 players.
And now tossing it back to the Spacers. Thank you. Thank you indeed, Chat. Was ein tolles Best of Five am heutigen Tage. Viel vor den Games. Und wie gesagt, Chat, Zeus pickt nur seine Vayne, wenn es um alles geht, ne? Gegen Kingen, gegen Doran und gegen mich. Auch mal liken den Tweet.